Guten Abend und herzlich willkommen zu den TVP World Nachrichten in deutscher Sprache. Auch heute informieren wir Sie über aktuelle Ereignisse aus Polen, Europa und der Welt. In der Nacht hat es erneut Angriffe des russischen Militärs auf die Ukraine gegeben. Sie richteten sich gegen Energieanlagen in 4 Regionen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden Waffen aus iranischer Produktion eingesetzt. Zu den Zielen gehörten die Stromnetze in den Regionen Kiew, Winnizia, Dnipropetrovsk und Donetsk. Im Frühjahr hatte Moskau seine Angriffe auf das ukrainische Stromnetz wieder aufgenommen und dem Energiesystem des Landes einen schweren Schlag versetzt. Dieser hatte zu erheblichen Stromausfällen geführt, was die Kernkraftwerke stark belastete. Das größte dieser Kraftwerke, das Kernkraftwerk Saporischschja, wurde zu Beginn des Krieges von Russland eingenommen. Es wird erwartet, dass der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi der Anlage in diesem Sommer einen weiteren Besuch abstattet. Polen plant, ein Kooperationsabkommen über Kampfjets mit Korea zu unterzeichnen. Es soll Polen dabei unterstützen, ein Servicezentrum für das koreanische Kampfflugzeug FA-50 einzurichten. Der koreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik ist in Warschau. Dort trifft er sich mit seinem polnischen Amtskollegen Władysław Kosiniak-Kamysz. Beim bilateralen Gespräch wurde ein Abkommen zwischen Korea Aircraft Industries und den polnischen Militärluftfahrtbetrieben über die Zusammenarbeit bei der Wartung des Flugzeugs FA-50 unterzeichnet. Die FA-50 ist ein leichtes Kampfflugzeug, das aus einem Trainingsflugzeug entwickelt wurde. Zwar ist es nicht in der Lage, sich mit reinen Luftüberlegenheitsjägern zu messen, kann aber bei der Luftverteidigung, der elektronischen Kriegsführung und bei Bodenangriffen eingesetzt werden. Polens vorherige Regierung hatte eine weitreichende Zusammenarbeit mit Seoul im Verteidigungsbereich begonnen. In diesem Rahmen kaufte sie koreanische Panzer, Haubitzen und Flugzeuge. Jetzt scheint es, als wolle die Folgeregierung unter Donald Tusk diese Beziehungen fortsetzen. Während der Olympischen Spiele soll das französische Militär für Sicherheit sorgen. Polnische Soldaten werden ihre französischen Kollegen dabei unterstützen. Die Entscheidung wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Unterzeichnet hatte sie der polnische Präsident Andrzej Duda. 20 polnische Soldaten werden zusammen mit einer Hundeeinheit vom 24. Juni bis Ende September in Paris stationiert sein. Dieser Zeitraum umfasst sowohl die Olympischen als auch die Paralympischen Spiele. Die Soldaten werden für die Sicherung wichtiger Austragungsorte und Infrastrukturen zuständig sein, sowie bei der Terrorismusbekämpfung beraten. Staaten, die sich im Konflikt mit westlichen Mächten befinden, arbeiten zunehmend zusammen. Das verdeutlicht der jüngste Besuch Wladimir Putins in Nordkorea. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich besorgt über diesen Trend. Wir sehen das natürlich auch am Krieg in der Ukraine. Nordkorea hat eine enorme Menge Munition geliefert. Wir sehen sogar, wie sie in Nordkorea Container mit Munition auf Züge verladen, die den ganzen Weg über die Grenze zwischen Nordkorea und Russland fahren. Es gibt eine kleine Grenze an der Pazifikküste. Die Züge fahren bis zur Frontlinie, wo sie entladen werden und die Munition direkt an die Front geht, um die Ukraine anzugreifen. Im Gegenzug gibt Russland natürlich etwas an Nordkorea ab. Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass auch Russland jetzt womöglich Unterstützung für Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme leistet. Die Antwort lautet also, dass es umso wichtiger ist, dass wir als Länder, die an Freiheit und Demokratie glauben, zusammenhalten, wenn sich autoritäre Regime wie Nordkorea, China, Iran und Russland immer mehr angleichen. Die NATO ist also in dieser Hinsicht jetzt noch wichtiger als zuvor. Auf dem ukrainischen Friedensgipfel in der Schweiz letzte Woche wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Nun hat sie 2 weitere Unterschriften erhalten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky begrüßte diese Entwicklung. Heute begrüßen wir 2 neue Unterzeichner der Erklärung des Friedensgipfels, die den amerikanischen Kontinent, insbesondere Lateinamerika, stärker repräsentieren. Offiziell beigetreten sind die Organisation amerikanischer Staaten, die Länder aus Nord- und Südamerika vereint und der Inselstaat Antigua und Barbuda.
Wir sehen die ganze Welt als gleichberechtigt an und das ist unser ideologischer Unterschied zu Russland in den internationalen Beziehungen. Wir respektieren jede Nation und schätzen jede Stimme in der globalen Zusammenarbeit. So ist auch die UN-Charta aufgebaut, damit alle Länder eine Rolle spielen. Putin hingegen will, dass nur seine Stimme zählt oder diejenigen, die er auswählt. Dies ist eine typisch koloniale Weltanschauung, die wir gemeinsam mit allen unseren Partnern durchbrechen müssen. Polen wurde über Nacht von einem heftigen Sturm heimgesucht. Feuerwehrleute wurden zu fast 2500 Einsätzen im ganzen Land gerufen. Eine heranziehende Wetterfront brachte heftige Regenfälle und starken Wind mit sich. Feuerwehrleute entfernten umgestürzte Bäume von Straßen, legten Abwasserschächte frei und pumpten Wasser aus Kellern. Oberschlesien war von den extremen Wetterbedingungen am stärksten betroffen, denn fast die Hälfte aller Notrufe kam aus der schlesischen Provinz des Landes. In diesem Gebiet wurden bis zu 145 Dächer von Wohn- und Landwirtschaftsgebäuden beschädigt. Es liegen noch keine Informationen darüber vor, ob der Sturm Opfer forderte. Zwei 13-jährige Franzosen sind der Vergewaltigung angeklagt worden. Wie die Pariser Behörden mitteilten, handelte es sich um einen Fall von religiös motivierter Gewalt. Der Angriff auf das 12-jährige jüdische Mädchen fand in einem Pariser Vorort statt. Die Jungen wurden wegen mehrerer Delikte angeklagt, darunter schwere Gruppenvergewaltigung, religiös motivierte Gewalt und öffentliche Beleidigung sowie Verbreitung sexueller Bilder. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, Frankreichs Schulen seien von der Geißel des Antisemitismus bedroht, die in den letzten Monaten auf dem Vormarsch gewesen sei. Als Reaktion darauf versammelten sich heute mehrere hundert Menschen im Zentrum von Paris, um gegen antisemitische Gewalt zu protestieren. Estland, Lettland und Litauen sollen mit Polen verbunden werden. Das dafür geplante Zugprojekt Rail Baltica wird jedoch später abgeschlossen als geplant. Das Projekt wird nicht wie geplant bis 2030 fertiggestellt, berichtet eine beteiligte Person. Rail Baltica drohen auch massive Mehrausgaben. Die Kosten wurden im Mai auf mehr als 15 Milliarden Euro neu berechnet. Das ist das Dreifache der ursprünglichen Schätzungen. Darüber hinaus wurde ein hochrangiger Mitarbeiter des Projekts vom lettischen Fernsehsender TV3 mit den Worten zitiert, dass die von Brüssel in das Projekt gesteckten Gelder an die EU zurückgezahlt werden müssten, wenn der Bau der Strecke vollständig scheitert. Auf der neuen Strecke soll die Reisezeit zwischen der polnischen und der estnischen Hauptstadt weniger als 7 Stunden betragen. Eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten wird immer wahrscheinlicher. Darauf deuten die verschärften Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah hin. Israel ist mit Drohungen und Grenzverletzungen durch die Hisbollah aus dem Südlibanon konfrontiert. Das Militär könnte schon bald ein neues Einsatzgebiet auf libanesischem Gebiet eröffnen. Following Hezbollah's aired drone footage over northern Israel, particularly Haifa. Nach den von der Hisbollah ausgestrahlten Drohnenaufnahmen über Nordisrael, insbesondere über Haifa, hat der Generalstabschef der IDF, Herzi Halevi, in einer Erklärung bekräftigt, dass das israelische Militär über starke Fähigkeiten verfügt, von denen die Hisbollah nichts weiß. Gleichzeitig hat das israelische Militär Einsatzpläne für eine mögliche Offensive im Libanon genehmigt und bestätigt. Das bedeutet, dass die Bereitschaft der Truppen vor Ort beschleunigt werden soll. Während die Spannungen eskalieren, drohte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah Israel. Sollte das Land einen totalen Krieg gegen diese vom Iran unterstützte Terrorgruppe beginnen, würde kein Ort in Israel von den Waffen der Hisbollah verschont bleiben, sei es am Boden, in der Luft oder auf dem Meer. Das würde die Situation im Mittelmeer völlig verändern. Nasrallah drohte auch erstmals mit Angriffen auf Ziele in Zypern. Sollte das Land den IDF im Falle eines möglichen Krieges die Nutzung der logistischen Infrastruktur gestatten, würde die Öffnung zypriotischer Flughäfen und Stützpunkte bedeuten, dass Zypern Teil des Krieges ist. Die Hisbollah würde sich dann mit Zypern befassen. Da die Spannungen zunehmen und der Gaza-Konflikt noch lange nicht beendet ist, herrscht in der Region erneut höchste Alarmbereitschaft. Während der diesjährigen Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka sind mindestens 900 Menschen gestorben. Grund dafür waren Temperaturen von bis zu 52 Grad Celsius. Mindestens 600 Opfer waren ägyptische Staatsangehörige. Die übrigen kamen aus Indonesien, Tunesien, dem Iran und dem Senegal.
Am Montag hatte ein saudischer Staatsbeamter berichtet, 2700 Menschen würden wegen hitzebedingter Krankheiten in saudischen Krankenhäusern behandelt. Der Hadsch ist eine jährliche Pilgerreise, die Millionen von Musliminnen und Muslimen ins saudi-arabische Mekka führt. Das monolithische Bauwerk Stonehenge wurde mit orangener Farbe beschmiert. Für den Vorfall verantwortlich sind Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil. In einem von der Gruppe selbst veröffentlichten Video sind zwei Aktivisten zu sehen, die die prähistorischen Steine mit Farbe besprühen. Eine andere Person versucht währenddessen, sie aufzuhalten. Die beiden wurden später wegen des Verdachts der Beschädigung des antiken Wahrzeichens verhaftet. Die Organisation ist für ihre Proteste bekannt, die in der britischen Öffentlichkeit oft für Empörung sorgen. In den vergangenen Jahren zerstörten die Aktivisten von Just Stop Oil uralte Gemälde und britische Denkmäler. Die Gruppe fordert von der britischen Regierung, die Förderung und Verbrennung von Öl, Kohle und Gas bis 2030 einzustellen. Polens größte Oppositionspartei, die rechtsorientierte PiS, hat ein kontroverses Video veröffentlicht. Darin werden Migranten für gefährliche Vorfälle im ganzen Land verantwortlich gemacht. Die Regierungskoalition verurteilte das Video scharf und bezeichnete es als rassistisch. Das Video zeigt Auseinandersetzungen, die von Menschen mit nicht weißer Hautfarbe verursacht werden. Es wurde sowohl von Politikern der aktuellen Regierung als auch von der rechtsextremen Oppositionspartei Konfederacja heftig kritisiert. PiS-Politiker schätzen den Fall jedoch anders ein. Als die PiS an der Macht war, kamen Hunderttausende Menschen aus verschiedenen Ländern und für uns fernen Kulturen nach Polen. Menschen aus Asien und Afrika. Sie kamen legal hierher. Auch das ist eine Massenmigration, die unweigerlich unkontrollierbar ist. Es handelt sich offensichtlich um eine Manipulation der öffentlichen Meinung und einen Versuch, die Stimmung zu ändern und Hass gegen Migranten zu schüren. Wer die Fotos von illegalen Migranten sieht und nur auf die Hautfarbe schaut, auch unsere linken Politiker, und sagt, das sei rassistisch, der ist rassistisch. Er sieht nur die Person und ihre Hautfarbe und nicht die Tatsache, dass sie ein legaler oder illegaler Migrant ist. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wirft Fragen auf. Kritiker werfen der Partei vor, durch die Diskussionen andere Skandale vertuschen zu wollen. Hintergrund sind Unregelmäßigkeiten im Justizfonds, in die einige Parteimitglieder verwickelt sein sollen. Ihnen wird vorgeworfen, Gelder zur illegalen Finanzierung ihrer politischen Kampagnen verwendet zu haben. Zwei Beluga-Wale sind in Spanien angekommen. In einer risikoreichen Aktion wurden sie aus einem ukrainischen Aquarium dorthin umgesiedelt. Das 15-jährige Männchen Plombier und das 14-jährige Weibchen Miranda wurden zunächst nach Odessa gebracht. Dort wurden die Wale von Meeresbiologen abgeholt und gesundheitlich untersucht. Ein anschließender Transport nach Moldawien ermöglichte den Transfer nach Spanien. Hier sind sie nun im Oceanographic Valencia untergebracht, dem größten Aquarium in Europa und dem der Ukraine am nächsten gelegenen Meeresschutzzentrum. Um die Eingewöhnung zu erleichtern, sind ihre ukrainischen Pfleger in den ersten Wochen vor Ort. In der laufenden Fußball-Europameisterschaft hat sich Deutschland als erstes Team einen Platz in der K.O.-Runde gesichert. Die Nationalelf hatte am Mittwoch gegen Ungarn gewonnen. Es war der zweite Sieg für die Gastgeber des diesjährigen Turniers. Am Freitag hatte Deutschland Schottland einen schweren Schlag versetzt und den Gegner mit 5:1 besiegt. Jamal Musiala eröffnete den Torreigen im gestrigen Spiel, während Ilkay Gündogan den Sieg mit dem zweiten Treffer besiegelte. Am Sonntag trifft die Nationalmannschaft auf die Schweiz. Das war der Nachrichtenüberblick aus Warschau. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.